Hey und willkommen hier zu einer neuen Die Sims 4 Let's Build Folge zu meinem Hafencafé hier in Windenburg. Ja, ich bin Daniel von SimFancy. Heute geht's weiter, auch wieder mit euren Kommentaren. Ihr wart ja wieder ganz fleißig bei der letzten Folge. Vielen lieben Dank dafür. Ja, wir gucken mal rein, wie wir das bisher so gemacht haben, damit alle, die es vielleicht nicht angeguckt haben, auch mal sehen. Ja, so, hallo, guck mal. Ja. Das Geilste ist hier natürlich das Licht. Das macht alles noch schöner. Muss ich zugeben, ja. Ja, offensichtlich auch. Ja, also sehr cool. Wir fangen direkt mal an mit euren Kommentaren. Und zwar Fabflops. Keine Ahnung. Es gibt einen Regenschirm aus Jahreszeiten, Sonnenschirm aus Jahreszeiten, den wir vielleicht nehmen könnten. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Ja, weil die so ein bisschen besser aussehen. Gucken wir uns das mal an. Ja, die sind auch schön. Die sind auch schön. Ein bisschen kleiner auch, aber die haben was auch drauf. Hier, die haben es auch drauf. Da könnte man auch irgendwie sowas. Ach, da könnte man alle Farben wieder nehmen hier, ja. So was Schönes hier. Der Sommer kommt. Hier gibt es sogar einen rostigen. Den finde ich ganz schön. Guck mal, da haben wir sogar rostig und weiß hier. Das war beige hier. Kaffeebeige. Ah, die in grün sind auch toll. Ah, der ist auch gut. Oh, der ist auch schnuggelig. Ein bisschen verspielt auch. Oder den schwarzen hier, ne? Also ich würde schon mal sagen, ich glaube, ich würde den hier wählen. Ich finde den ganz geil. Was meint ihr denn? Die sehen mehr so aus wie so ein bisschen Strandschirme irgendwie, ne? Und das sind eher so, die gehen auch so ein bisschen drüber dann. Über das Ganze hier, ja? Die haben aber auch einen hohen Fuß hier. Eieiei, müssen wir nochmal überlegen, wie wir das hinkriegen hier am besten. Ja, wäre schon ganz gut, wenn man da irgendwie hinkriegt, ne? Wäre auf jeden Fall schon mal gut. Passt sogar hier mit dem Kästchen da, Manometer. Wir gucken mal, wie wir den hier da hinkriegen. Ja, so vielleicht und dann da noch ein, oder? Drehen wir den noch mal ein bisschen? Wir drehen den, glaube ich, noch mal ein bisschen rum. Wir drehen den, glaube ich, wir machen den mal so rum irgendwie, wenn das geht hier. So geht's. Ja, gefällt mir jetzt aber auch nicht so gut, muss ich sagen. Auch eine tolle Terrasse, aber die sind irgendwie dann für so kleine Tischchen oder so, glaube ich, geeignet, ne? Ja, ich glaube, die anderen haben ja besser gefallen. Was sagt ihr? Ihr seid dran hier. Ein paar Schirmchen brauchen wir, glaube ich, schon. Ja, die sind alle nicht so ideal. Das stimmt schon auch. Aber so ein bisschen passt Schirmchen. Ich hätte gern so eine Lounge-Möbel-mäßig was. So, und auch nochmal hier dazu, ne? Ich möchte das ganz gern offen gestalten. Es gab auch Kommentare dazu, so Zäunchen könntest du hinmachen und so. Ne, das macht man hier offen, weil das soll hier wirklich das ganze Hafengebiet hier so ein bisschen mit einbeziehen. Und deswegen machen wir das auf, dass man da quasi wirklich durchlaufen kann. Da kann man reinlaufen. Das soll in die Umgebung integrated sein. Und wenn die weiße Linie weg ist, dann sieht das richtig gut aus, dann sieht man fast gar nicht mehr die Grundstücksgrenzen. Und so möchte ich das haben. Wir suchen uns jetzt mal die Merkmale aus. Ja, ich würde auch mal sagen, hier Abendrot, glücklich, energiegeladen, inspiriert, das ist natürlich toll. Wir können hier eigentlich auch mal eine Lounge draus machen oder so für so eine Starlight-Verleihung, aber da fehlen uns ein bisschen die Objekte. Wäre natürlich auch toll. Hier braucht man Getränke und Speisen. Na, das wäre auch nicht so schlecht. Wir gucken mal weiter, was haben wir noch? Ich glaube, ich baue noch mal eine schöne Meet and Greet Lounge in Del Sol Valley natürlich, ne? So, was haben wir da? Gesellig, oder? Das ist toll. Charisma, Comedy und Schelmfähigkeit. Das ist doch toll. Also ein richtig schönes Get-Together. Künstlerisch. Ja, malen sollen die da aber nicht. Sonst wäre es ein Künstlercafé. Könnte es auch sein, aber... Und dann würde ich hier nochmal sagen, schnelles Internet, Programmier, Sport, Ruhe und Frieden. Romantisch eigentlich, oder? Wäre ganz toll noch. Ja, so ein bisschen was glücklich, inspirierendes, gesellig und dann aber auch noch romantic. Was haben wir bei Party Location? Gesellschaftliche Ereignisse erfüllen sich hier schneller. Ja, ich würde es mal so machen. Die anderen, die passen da jetzt auch nicht so gut. Das ist wieder für Malen und Fotografieren. Ja, der Schein drückt hier. Frischluft, Erdbebengebiet, Apartment-Atelier. Hört sich auch gut an, aber es ist wieder eine Holzverarbeitung. Ja, und wir brauchen noch hier Esszimmerstühle, ganz klar. Das ist noch das Hauptaugenmerk, was hier noch fehlt. Wir gucken jetzt mal noch weiter. So, die Jahreszeitenkommode, soll ich darüber packen? Du meinst wahrscheinlich die hier, oder? X-Katie-Nö. Unter die Blubbers hier. Die passt doch da richtig gut rein. Die ist aus Jahreszeiten, glaube ich, auch, ne? Ja, die ist gut. Dann passt die, sieht besser aus da drunter. Das stimmt wohl. Wir gucken mal, ob wir das hinkriegen. Irgendwie ist natürlich immer auch so ein bisschen gebastelt. Ja, gebastelt und geblubbert. Ich muss auch mal hier baby.moveObjects einschalten zum Feinverschieben. Von Objekten und das ist sogar, glaube ich, fast das gleiche Holz hier. Das sieht schon mal ganz geil aus. Ja, aber kann man das nicht? Ich hätte es halt gerne höher gemacht, damit es halt eben irgendwie
Na, dahinter wäre natürlich auch schön. Da nimmt es ein bisschen viel Platz wieder. Also ich glaube, ich mache das doch oben drauf hier. Das kann man doch mal machen, oder? Ja, das ist halt ein bisschen wieder breiter. Ne? Das sieht ein bisschen instabil aus. Ich könnte mir jetzt da noch irgendwas hier ausdenken. Dann machen wir noch schöne Pflanzen rein. Die fehlen da eh noch in diesem Gebilde. Danke dir für deinen Kommentar hier. Ja, wir nehmen da auch noch mal so was hier dazu. Dann sieht das nicht so... Sieht das nicht so ungewollt hier aus. So ein bisschen was, was hier noch so ein bisschen was frei ist. Da noch hin und da noch was hier. Da ist das, glaube ich, ganz gut. Ja, lasst uns da mal hier nochmal so eine Vase da vielleicht auch nehmen. Da haben wir jetzt auch die Tür, ne? Die darf da gerne noch so ein bisschen vor dem Fenster stehen, da finde ich. Dann ist das so ein bisschen wilder, dann sieht das nicht gleich so schwierig aus. Okay. So, nächstes Kommentar, was viele Likes hatte. Schornstein, Marie T. Da gucken wir mal rein. Schornstein, wie machen wir das? Also, dass mehr nach Fabrik aussieht, so war das Kommentar. Ja, da können wir vielleicht die da nehmen. Ah, die sind ein bisschen mickrig, ne? Oh, die sehen ganz gut aus hier aus Strangerville und gibt sogar das braun-braun-Dings hier. Rostbraun-Dinger, die sehen gut aus. Da können wir noch zwei draufklatschen. Muss man echt so sagen, weil Platz haben wir da eigentlich nicht dafür, ne? Ein bisschen da an den Rand hin vielleicht. Ist das so eine alte Fabrik? Oder wir machen die von unten bis nach oben irgendwie. So zwei Stück würde ich schon ganz gerne machen. Das sieht immer irgendwie ein bisschen besser aus. Ja, wir können das mal probieren hier. Ja, die sind auch leider ein bisschen breiter als Kästchen, deswegen geht das gar nicht so gut. Wir können das, glaube ich, so rein. Dann guckt es innen nicht raus. Und trotzdem haben wir das hier. Ja, es ist ganz gut so. Ja, so ist, glaube ich, ganz gut. Ja, so ein bisschen was. Oder habt ihr eine Idee, wie man das noch machen könnte? Ich glaube, wenn man die vergrößert, sind die zu groß halt. Ne? Das ist schon ein bisschen heftig. Schon ein Brocken dann hier. Das ist schon ein Brocken dann hier. Ja, das gefällt mir nicht so gut. Das gefällt mir nicht so gut. Ich glaube, ich lasse die mal klein. Ansonsten schreibt ihr nochmal. Vielleicht nehmen wir auch doch dann die, wenn die dann so... Wenn man die vergrößert irgendwie, die sind auch ganz hübsch. Sieht auch nicht schlecht aus. Eine alte Fabrikcharakter, so ein bisschen was. Müssen wir uns nochmal überlegen. Ja, ich weiß es noch nicht. Guck ich mir nochmal an. So, es geht weiter. Wir machen jetzt mal wirklich hier. Collie war das, glaube ich. So. Das ist Collie 7. Fundament, Terrasse. Also, wie gesagt, auch, ne, ich möchte es gerne offen halten. Würde ich nicht machen. Würde ich so offen lassen. Das soll, wie gesagt, in die Umgebung integriert sein. Auch die Bäumchenanzahl finde ich damit dann ganz gut, weil so ein bisschen Abtrennung haben wir dann da doch auch. Und dann hat man das so ein bisschen markiert, ein bisschen noch begrünt hier, diese komische Beton-Dingens mit so Bäumchen, aber wo man gut durchsehen kann, hat man die nicht vor der Fresse im Gameplay. Offen gesagt. Ja, wir gucken jetzt ins Esszimmer. Wir brauchen natürlich noch Tische und Stühle. Und da ist wieder die Qual der Wahl, weil da gibt es einige, die richtig gut passen. Natürlich auch verschiedene Stile dann auch wieder, ne? Das ist ganz klar. Man könnte einerseits natürlich wieder tolle, tolle dunkle Holztische nehmen, wie sowas. Die würden so richtig schön aussehen. Man könnte auch, ne, so edle Glas, Holz, Schwarz. Das passt richtig gut rein, glaube ich auch. Wenn man sowas nimmt, das hat ein bisschen wieder den Tafelcharakter, aber leider. Das ist ein bisschen doof. Man könnte runde Tische würden auch richtig gut reinpassen. So ein schönes rundes Tischchen dahin. Da könnten die sich so im Kreis drumherum setzen. Das hat was Kommunikatives. Man könnte eine Bar machen, also Bartheken, wo die dann quasi auf Barhockern dann sitzen, so gegen die Wand. Also man könnte das auch ein bisschen kombinieren vielleicht. Man könnte einen Metalltisch auch nehmen. Also da habt ihr leider gar nichts kommentiert. Ich habe zumindest nichts gefunden. Und sowas würde auch ganz gut passen, wenn man da irgendwie sowas noch reinmacht. Das hat wieder den... Also ich finde, man... Das ist echt schwierig. Sowas würde auch toll aussehen. So richtig urige Hafentische vielleicht irgendwo nochmal. Ne, so ist echt toll eigentlich. Ist schon cool. Wenn man da schöne Lampen drüber hängt, moderne und so, dann könnte das richtig gut aussehen. Die würden auch voll schön aussehen. Sind aber ein bisschen schwer, finde ich. Die sind auch cool, weil die sind so relativ leicht, sage ich mal dazu, ne? Und ansonsten, also das ist hier echt jetzt kritisch. Das ist echt kritisch. Der wird bestimmt auch gut aus. Nehmen wir Holz und ein bisschen... Ah, das ist schon geil auch. Ja, wenn man da nochmal vielleicht guckt, ob man da auch nochmal irgendwo so ein hellbraunes Holz vielleicht findet. Müssen wir mal angucken. Färben. Können wir das nämlich so ein bisschen gelb oder hellbraun machen. Irgendwie in die Ecke. Wisst ihr, wie ich meine? Dass man das nochmal wiederholt hier. Oder man nimmt eine ganz schlichte... Holztische. So, das wäre auch schön, glaube ich. Wo ist der jetzt bitte? Hellbraun oder gelb? Also, liebes Spiel, manchmal hast du den Schaden. Ja, das war was ganz Schlichtes einfach, ne? Wäre auch toll. Und die da noch, die gehen ja auch. Das ist nicht ganz das Holz, das wir haben.
Oder so ein bisschen was Uriges, das hat auch was. Echt, echt schwierig. Ja, das ist echt schwierig, die sind auch voll schön. Aber da haben wir, doch, da haben wir auch einen weißen. Könnte man auch nehmen, hat auch was. Wenn wir die als Vierertischchen nehmen, ich würde eigentlich mehr Zweiertischchen ganz gerne nehmen. Aber vielleicht können wir hier in der Ecke, weil wir jetzt auch so ein bisschen rustikale Objekte da haben, ne? So ein paar Schränke und sowas irgendwie. Dass man da dann vielleicht wirklich auch nochmal guckt. Komm, wir packen den da an die Wand. Der ist da ganz gut aufgehoben, glaube ich. Wir können ja auch die Rückwand rauslassen. Dann sieht es noch besser aus. Und den da hier ins Eck stellen. Dass wir hier so ein bisschen diese Zweiertische vielleicht rein, also Vierertische reinsetzen. Zwei Kästchen breite Tische. Und dann in der anderen Ecke einzelne Tische. Dass wenn man zu mehreren kommt, dass man da auch was Platz hat. Ja, ja, ja. Was nehmen wir denn da jetzt für Stühle? Da muss jetzt irgendwas Modernes rein. Ich würde schon fast sagen, wir nehmen hier dann diese schwarzen Stühle. Noch nicht mal Lampen drin. Das sieht schon gut aus. Da geht so viel. Je nachdem, welchen Stil man auch mag. Ne? Oder sowas ist auch toll. Das ist auch noch ein schöner Stuhl. So, ne? So ein bisschen... Ja, die gehen auch. Die sind so ein bisschen noch... Ja, die sind mir ein bisschen zu hochwertig. Ich soll schon in die Richtung Hipster gehen. Ne? Und man könnte auch verschiedene Stühle hinstellen. Also das wirklich... Die passen da auch dazu. Das sind die aus dem Set. Also ich hätte, glaube ich, ganz gern eher schlichte Stühle. Ich würde sogar vielleicht mal probieren, wenn man da... Das ist wieder das falsche Grün. Wenn das so ein schönes, dunkles Grün wäre. Dass wir hier vielleicht wirklich mal gucken, ob wir die dann auch... Wenn das schwarz, muss ich irgendwie wieder aufgreifen, ne? Denke ich mir. Wir könnten auch einfach Basegame-Stühle nehmen. Ja, ist das wieder schwierig, Leute. Das gibt's doch nicht. Oder so Cremefarbe, ne? Das ist auch mal ganz cool. Also die sehen ein bisschen billig aus dann. Ja, dann eher noch die Basegame. Die Korbstühle passen auch bestimmt voll gut. Wenn man die nimmt. Wenn das ein schönes, so einen schönen Korbstuhl nimmt. Auch ein toller Stil, ne? Oder sowas. Die sind auch heiß. Ich glaube, die gefallen mir jetzt ganz gut. Da haben wir das Holzmäßige mit drin. Oder wir machen das mit dem... Da haben wir das Rot nochmal von dem ne, Eingang. Und hier ist so ein bisschen... Ich glaube, ich nehme die. Bevor wir da jetzt noch länger rumsuchen. Ich finde die ganz toll. Da kann man sich auch vorstellen, wenn man die sich so ein bisschen... Die haben halt ein bisschen diesen... Jetzt sage ich es, dann denken alle... Oh, Schulcharakter haben die so ein bisschen auch, finde ich. Das sieht ein bisschen aus wie so eine Arbeitsgruppe, muss man sagen. Gucken wir doch nochmal. Die sind halt schon auch edel. Ja, ich glaube, wir müssen mal das Licht reinmachen. Oh, die sind auch schon toll eigentlich, die Stühle, ne? Wenn man die da vielleicht auch nimmt, die haben so ein bisschen was Hochwertigeres irgendwie. So ein bisschen, ne, ein sauberes Holz. Und wenn wir da jetzt gucken, dann müssen wir jetzt nämlich gucken, wie wir das hinkriegen. Das ist nur wieder eine Challenge hier. Entweder nehmen wir eine kleine Lampe und vergrößern die, damit die länger ist. Oder wir nehmen hier so eine und hoffen, dass das reicht. Die muss man nämlich hier nehmen jetzt und dann nach oben leveln und hoffen, dass man da oben irgendwo rauskommt. Und dann ist die schon wieder zu hoch, ne? Schade. Die wäre so genial gewesen, diese Lamp hier. Das Lamp ist geil. Was ist denn, wenn wir die doch nochmal ein Stück runter machen und einfach die Tische weiter rüberschieben? Dass wir die hier mittig hin machen, vor das Fenster. Ist besser, ne? Und dann nehmen wir aber auch die... Gleich mal die richtige Farbe. Nehmen wir schwarz und grün. Oder das... Ne, wir nehmen das Rost und unten dieses grünliche da. Dieses türkisgrünliche, das ist toll. Das gefällt mir ganz gut. Dann guckt das hier so ganz bisschen nicht raus. Ist natürlich oben gerade und unser Dach ist schräg. So müsst ihr das hinhauen hier. Machen wir das dahin? Ja, machen wir das dahin. So. Alles hier wieder Fummelarbeit. So ist es, glaube ich, ganz gut. Und wenn wir jetzt die Tische da drunter stellen, entsprechend. Dann könnte das hier funktionieren mit unseren Lampen. Ja, weil weiter hoch kann ich die nicht setzen, sonst sieht es blöd aus. Da muss schon hier so, sonst ist es keine Tischlampe mehr. Und ich finde das total genial, wenn die Lampen über den Tischen sind. Sieht natürlich gleich 10-mal besser aus. Hinten ist es ein bisschen eng. Bisschen eng geworden, aber das geht noch. Geht das noch? Geht noch, oder? Wir machen das noch cool. Wir machen das noch schön mit
mit Bildern und was weiß ich alles noch und Deko und Pflanzen und ja, da hat man ein bisschen Luft dann auch, da können sie sich anstellen da. Ja, dann will ich in die Richtung mal gehen. Was sagt ihr dazu? Wir haben schwarz, wir haben das helle Holz wieder aufgegriffen. Finde ich ganz geil. Die sind auch richtig gut, diese Lampen. Die sind leider nicht so tiefhängend. Das sind eigentlich unsere längsten tiefhängenden Lampen. Wir könnten die höchstens hier noch so drunter packen. Das wäre natürlich auch toll, wenn man die so ein bisschen hinten an der Bar noch da platziert irgendwie. Das wäre noch, glaube ich, ganz cool. Da könnte man sogar ein bisschen tiefere, also ne, nicht so tiefhängende nehmen. Auch gucken, dass die das nicht hier auf... Ja, das hat irgendwie was. Was Hängendes, ganz toll. Okay, dann gucken wir mal weiter. Wir gucken mal weiter, was wir hier machen. Da würde ich ganz gern, vielleicht nehmen wir den auch da rein. Dass wir vielleicht, oder wir machen das so. Wir machen das so, dass wir jetzt mal gucken, dass wir Einzeltische finden. Da fände ich die ganz cool. Gibt es die auch mit schwarzem Helmholz? Gibt es wahrscheinlich wieder nicht. Weil die sind auch ganz cool. Die sind so ein bisschen... Das ist nur Stein. Ein bisschen was... Ja, es soll schon was Modernes sein, aber irgendwie auch nicht zu komisch. Oder wir nehmen hier solche da in einem grünen Ton oder in einem schwarz. Das passt da ganz gut. Die sind schon auch toll, ne? Komm, wir nehmen die, oder? Das sind nämlich so Barhocker-Tische, sag ich jetzt mal dazu. Muss ich gerade mal was überlegen. Da gibt es doch auch zweier lange. Dreier sogar. Ja, aber dann machen wir die vor das Fenster hin. Dann machen wir die vor das Fenster hin hier. Dass das hier so eine Art Bar-Ecke, wo man sitzen kann. Mal überlegen, ob wir vielleicht doch noch Zweier, lieber doch die Zweier nehmen. Die hohen natürlich. Weil dann könnte man das besser machen, wenn man hier zwei, ne, und da eins. Und da eins, dann wären die wirklich vor den Fenstern, so die Tische. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Weil dann könnte man das hier, da hinten, das Ding müsste dann raus, weil das ist da ein bisschen eingekesselt. Dann könnte man hier noch, Barhockerstühle, coole hinstellen. Irgendwie solche Hipster-Dinger da, sowas da, ne. Die sind, glaube ich, ganz cool. Wenn wir sowas dann nehmen, haben wir auch wieder, das ist ein bisschen zu dunkel. Gibt es das nicht ein bisschen helleres Holz? Oder wir nehmen den Schwarz-Weiß. Oder wir nehmen die hier bunt. Das wäre auch möglich. Ah, bunt fände ich hier ein bisschen übertrieben. Ich würde es doch ganz gern, glaube ich, schlicht halten. Das ist wieder so eine... Da gibt es kein richtig und kein falsch. Also ich würde es, glaube ich, nochmal mit anderen probieren, bevor wir uns da festlegen. Ja, auch sowas könnte auch wirken. Die haben es auch in sich. Die sind auch so ein bisschen... Ne? So schöne Stühle hier. Die sind auch toll. Die sind auf jeden Fall bequemer auch, würde ich jetzt mal behaupten. Da kann man nicht mal hier ums Eck sitzen. Das ist schon wieder der erste Fehler, Daniel. Gefällt es mir offener oder machen wir ganz schlichte hin. Ist auch cool. Oder solche... Oder die da, die gehen auch. Keep it simple. Runde sind auch toll. Ah, ist das wieder schwierig. Oder so ganz schlicht, dann hätten wir das Rot hier. Ich würde ganz gerne das Rot nochmal mit reinbringen. Wisst ihr, wie ich meine? Komm, wir nehmen die ganz leichten hier, die ganz leichten Hocker. Wir packen da jetzt trotzdem einen hin. Ja. Da trotzdem einen hin. Tricksen das ein bisschen. Wie tricksen wir das? Wir können das nicht tricksen hier. Machen wir doch einen weg hier. Ja, machen wir das mal so. Wir können hier auch nochmal so einzelne da irgendwie dazu packen. Ne? Das muss ja nicht immer. Oder packen wir die mehr in den Raum rein? Das würde natürlich auch, wäre auch sehr kommunikativ, wenn man da so sprechen könnte. Und da dann am Fenster. Das ist ja noch besser, oder? Ich wollte halt ganz gerne, aber es passt dann besser, wenn das so eine Wand oder so ist. Jetzt hier passt es nicht so gut. Deswegen würde ich das doch, glaube ich, mal rumdrehen. Ja, das alles hier entwickelt sich halt, ne? Zeige ich mal so dazu. Ja, das ist besser. Das ist so eine richtig schöne Gemeinschaftsrunde dann, würde ich jetzt mal sagen. Es wäre toll, wenn man die da so lassen könnte an der Wand.
Und hier dann zwei hätte. Kriegen wir das irgendwie unter? Dann dürfen wir es nicht ganz genau für die Fenster machen, sondern so ein bisschen frei, sag ich mal. Ja, das ist toll. Das reicht auch. So. Hier kann man dann rausgucken. Rausgucken. Ja, so gefällt mir das. So ist es gut. So ist es genial. Ja, so ist das. Okay, Esszimmerstühle haben wir, glaube ich, schon genug. Ich würde trotzdem nochmal gucken, dass wir oben noch ein paar Stühlchen hinstellen, rein wegen der Deko. Und jetzt können wir nochmal gucken, ob wir schöne Tischchen, das sind natürlich tolle Terrassenstühle auch. Aber ich würde hier ungern, glaube ich, nochmal eine Terrasse machen, sonst verläuft es sich auch so sehr. Ja, oder man macht hier, also ich würde die, glaube ich, nicht draußen. Ja, auf die Seite ist halt auch schön, aber da ist die Lounge. Ne, die sollen dann da sitzen, wenn sie draußen sitzen wollen. Hier ist eher auch so der Weg vom Hafen. Okay, machen wir das mal so. Ja, dann gucken wir, dass wir da oben, vielleicht können wir da oben auch so Tische dann noch nehmen. Oder sollen wir da dann eher solche, die sind nämlich auch ganz toll, da gibt es nämlich so mit so Farben da drunter. So mit so. Ah, ist auch geil, ne? Ich glaube, so was Individuelles irgendwie, die sind schon auch cool. Ich glaube, die nehme ich da dazu. Da packe ich da oben nochmal zwei Tischchen hin. Und dann packen wir da oben auch nochmal hier vielleicht bei den Säulen da. Ja, damit es nicht so kahl aussieht. Und dann nehmen wir auch wieder unsere schwarzen. Gibt es die nicht auch in Rot? Gibt es auch in Rot? Aber das ist mir zu asiatisch. Das Rot gefällt mir da nicht so gut. Das hat so ein bisschen was Asiatisches. Das ist, wenn man es zweifach macht. Könnte auch gehen. Gut, wenn man alle Stühle rot hat, dann wird es eigentlich schon ganz gut aussehen auch, ne? Hätte schon was. Hätte schon was auch, ne? Jetzt auch im Vergleich zu den anderen. Sollen wir das so machen? Ich bin halt wieder so unsicher. Aber nicht, weil es irgendwie schwierig ist, sondern weil es so viele Möglichkeiten gibt. Man könnte da wirklich 5 Varianten irgendwie anbieten von diesem Café hier. Na, und jede wird irgendwie gut aussehen, glaube ich. Das ist echt, echt kritisch. Haben wir noch das Schild hier, da können wir da mal irgendwie lassen vielleicht sogar. Ich finde das ganz toll. Ich würde es hier, glaube ich, auch so mit dem Tisch so lassen. An der Säule, es sieht mal ganz gut aus. Wenn man da so, ne, muss man eh rumlaufen. Und in die Mitte setzen wir aber, glaube ich, nicht nochmal einen rein. Jetzt gucken wir mal wegen Platz. Weil das wäre dann, glaube ich, ein bisschen zu viel. Das ist gut, oder? Kann man auch noch machen. Kann man auch noch machen. Ich finde es halt immer auch ganz cool, wenn man das so mehrere Lampen hat. Und wenn die dann... das ist echt schade wieder. Weil die da ist wieder zu hoch und die andere ist jetzt wieder zu niedrig. Man kann es auch nie recht machen, ja? Gleiches Spiel hier, das geht noch. Die geht noch, da können sich die Sims noch angucken. Das ist mal ganz wichtig. Das ist echt schade. Und die jetzt da noch mal eins kleiner machen wir die noch. Dann nehmen wir da auch die... Ja, rot würde ich da jetzt eigentlich nicht mehr reingehen. Ich würde es ganz gern mit dem Grün mal probieren. Ja, dass wir da ein bisschen Kontraste auch drin haben. So, da müssen wir mal gucken, dass das genau über dem Tisch auch ist. Es leben die Kästchen. In dem Fall. Dafür sind sie gut. Ja, so ist gut. So ist gut. Ja, so ist gut. Läuft. Ich finde die mal ganz geil. Wir brauchen noch so irgendwie so ein Deckenlicht noch, was so ein bisschen uns noch ein bisschen Grundhelligkeit reinbringt, sag ich mal. Und das sieht so, das hat irgendwie was, diese Lampe. Die könnte von so einem Café sein. Wenn wir die ein bisschen kleiner machen, dass die nicht so sehr darunter hängt auch. Könnte das ganz gut funktionieren. Ich habe gerade geguckt nochmal, ne, da oben haben wir unsere Luftschleuse, wollte ich fast schon sagen. Unser Lichtkegeldings von oben. Deswegen müssen wir die da zurückziehen wieder. Wie weit gehst denn du? Zeig dich mal. Ja, noch ein bisschen. Ich habe gerade ganz kurz blitzen gesehen hier. Kommen wir nochmal? Ja. Yeah. Ganz genau. Oh, da fehlen ja auch noch die Tapeten. Kann ich das nicht sehen. So. Haben wir das auch. Also mit Teppichen, glaube ich, muss man ganz vorsichtig sein hier. Das macht alles kaputt. Ich würde auch hier das wieder ändern. Und eventuell holen wir uns da auch
diese Tapete, wenn ich sie dann wieder krieg. Immer so schwierig, die zu kriegen dann wieder, ne? Eieiei. Glasdach weg. Ich habe immer Angst, dass irgendwas verreist. So. Und dann nicht mehr rückgängig gehen. Machen wir da hinten noch diese Wand ein bisschen heller, weil die ist mir ein bisschen zu düster. Machen wir hier nochmal sowas da rein. Und dann nehmen wir uns auch wieder diese Säulen. Wie ich die denn angekrapscht bekommen hier? Kalypso-Träume. Stellen wir da rein, das ist ganz toll. Die müssen wir auch wieder eins höher beamen. Damit sie nicht so bescheiden flackern. So, ja, jetzt hat sie ein bisschen besseren Charakter, ja. Und jetzt können wir da hinten nochmal so diese Menükarte von uns dahin machen, ne? Die nehmen wir da nochmal dazu. Die kommt da oben hin. Die muss da hin, die ist voll geil. Heute im Angebot. Wollen Sie nicht doch nochmal einen Kaffee oder ein Eis oder so? Ne? Ja. Nehmen wir die vielleicht auch nochmal hoch. Fällt mir fast sogar besser, wenn wir da die beiden da wieder hinmachen. Hat auch was. Ja, ich glaube, wir nehmen die beiden. Die sind ganz schön. Die sind auch unterschiedlich. Aber die hier so auf die Höhe, dann kann sie hier das sehen. Ja, ist ganz cool. So, jetzt wird's hier Tag, ne? Gut, und darunter kommt jetzt auch nochmal, das machen wir natürlich jetzt noch schön, warte doch. Ich sehe schon wieder die Kommentare, Daniel, die sind nicht gleich hoch. Abwarten, Däumchen drehen. Wir machen hier jetzt nochmal so eine Art, ich will jetzt sagen Tablettabgabe, aber irgendwie sowas in die Richtung. Da mal so ein Schränkchen hat, können wir mal da direkt zwei hin. Was ist das so schön darunter? Dass man da so ein bisschen noch was einrichtungsmäßig hat, ne? Wo man so ein bisschen die Sachen hinstellen kann. Und ja. Oder? Hier, diesen Schrank müssen wir auch noch unbedingt mit einbauen. Das ist so toll, das Ding. Das ist so ein schönes Schränkchen hier. Ich muss da hinten in so eine Ecke rein. Das ist so ein cooler Schrank. Ich würde da, glaube ich, nicht mal mehr einen Tisch machen. Das ist so unter der Treppe, das ist ein bisschen komisch, ne? Ja, wir nehmen auch den darüber noch hier. Können wir da irgendwie Säulen noch hinmachen? Das wäre natürlich ideal. Hast du es nicht sogar auch geschrieben? Zum Kaschieren. Ja. Es stört halt wirklich. Es stört halt echt mit diesem bescheidenen Rahmen da. Mit dem geht's. Perfekt, mit dem geht's. Wenn wir nur die machen, dann geht's. Ja, die schmiegt sich da an irgendwie. Die schmiegt sich da an, auch wenn es jetzt wieder alles dunkel wird, wegen den Objekten. Ich finde das immer noch so toll irgendwie. Da muss da irgendwie da bleiben. Ich will das nicht aufgeben. Ah. So haben wir das auch. Okay. Und hier müssen wir auch noch was überlegen. Also das habe ich ja hier so ein bisschen dahin gemacht, weil ich gesagt habe, hey, das sieht ganz geil aus. Wenn ich es jetzt so sehe, dann denke ich, hey, das muss als Garderobe verwendet werden hier, oder? Muss als Garderobe verwendet werden. Können wir hier eine machen? Ja, da ist ein bisschen zu eng. Da muss man noch laufen hier. Das ist eh schon zu eng hier. Hier nochmal sowas. Weltumsegler ist ja hier. Hafencafé immer noch, auch wenn es Jips heißt. Jips! Vorsicht, Daniel schreit unregelmäßig zufällig Jips raus. Deko-Jacken. Wo seid ihr denn? Oh ja, wir müssen auch noch solche Schilder da machen für den Plan vielleicht. Von den Mitarbeitern oder so. Hey, wer hat welche Schicht hier, Mann? Wir brauchen Jacken da, solche. Brauchen da solche Pulli-Dinger. Oh, das Ding ist ja voll tief. Ja, müssen wir das noch weiter nach hinten. Ich fände es halt schöner, wenn es vor dem Fenster wäre. Wir missbrauchen das Fenster hier als Garderobe. An der Wand. Ja, kann man sich vorstellen, wie wenn in diesem Gitter halt viele Haken wären. Meine Güte, dann kommst du halt weg. Du bist so der Kurvenbilder, ne? Dass die da nicht so dagegen laufen, so, oh, da kommt eine Pflanze, okay. Okay. Doch wahr. Und dann machen wir jetzt nochmal so was anderes hin. Da können wir auch das vielleicht so versetzt machen. Das hat auch wieder nochmal so einen Charakter, ne? Das ist ein bisschen was. Bisschen was Freieres ist. Nehmen wir mal eine andere Farbe. So.
Ja, und wir nehmen auch, wir lassen auch dieses helle, helle Regal da. Oh, ist eigentlich egal, ne? Komm, wir nehmen das helle Regal. Das ist ähnlicher. Alle drei Varianten, ganz genau. So hätte ich das gern. Aber wir könnten das hier so ein bisschen runterschieben. Vielleicht sieht man dann die Kante weniger. So machen wir das, oder? Hier ist so die Garderobe dann auch. Passt auch ganz gut. Können da ein bisschen Jacken abhängen hier. Das mache ich eigentlich voll ungern, muss ich mal sagen. Und komm, wir können auch mal ein bisschen. Das sieht ein bisschen mehr nach Kleiderschrank aus. Da zieht das sein Kleid aus und hängt es auf. Und hier, das können wirklich so Pullis sein. Wenn es dann warm wird, dann hängen die dann vielleicht auf, wenn die da länger rumchillen oder so. Ich mache das voll ungern, dass ich hier irgendwie meine Jacken da irgendwie abgebe. Das kann ich gar nicht irgendwie leiden. Nur so als Info, falls euch interessiert, ja. Und ja, das ist echt, also das ist gar nicht so meins dann. Mach ich ungern. Ja, für die Kinder auch. Warte mal, mein Kinderregal hier, ein bisschen Baby-Kinderregal. Ist auch süß, so ein kleiner Hoodie, oder? Ja, das war's fürs Herz wieder. Ja. Und jetzt kommt noch, was Sesselmäßiges. Kommt noch was Sesselmäßiges. Aber wir müssen, ich möchte halt gern verschiedene Ecken haben, dass man je nach Situation auch sich aussuchen kann, wo möchte man denn hin. Draußen kann man ja auch knutscheln quasi, da hat man ja auch dann quasi einen Zweisitzer. Und hier möchte ich aber nochmal so ein bisschen was machen für vielleicht die, so ein Geschäftsgespräch oder so, so ein bisschen separat. Dass wir da nochmal, wo sind sie denn jetzt hier? Die Bowling-Sessel, Mensch Daniel. Dass wir die mal so nehmen, auch in so einem Beige-Ton oder so, wir doch lieber das Weiß nehmen. Dass man da nochmal hier so ein bisschen so einen privaten Rahmen hat irgendwie. Gut, dann nehmen den Klo ist auch nicht gerade das beste Geschäftsabschluss, Essen, Dings, Position. Also ein Stück weit weg vom Klo, also gut. Wenn man das hier so irgendwie macht, das wäre, glaube ich, ganz cool. Wenn man da nochmal so ein bisschen was Geheimniskrämer Stimmung irgendwas ist, ne? Da würde ich dann sogar auch mal gucken, ob wir da irgendwie ein kleines Tischchen finden. Es gibt keine kleinen Couchtische, es gibt immer nur die Zweierbreite. Es gibt kein Einserbreite, deswegen nehme ich da immer ganz gern irgend so einen Sondertisch wie den jetzt hier oder so. Meine Güte, gibt schlimmere. Wenn es anders nicht geht, ja. Und verkleinern kann man Tische ja schon, aber es sieht halt kacke aus, ne? Wenn die dann irgendwas drauflegen, dann schwebt das nämlich in der Luft. So, jetzt brauchen wir auch noch so ein bisschen was an Deko. Oh, das Aufstellerdinger, das wäre auch toll. Wenn sich so ein bisschen was hier noch gucken. Mal gucken. Das sind so Notizkartenzettel. Vielleicht von den Kellnern oder irgendwie sowas. Oder die Namenskärtchen oder Gutscheine oder was weiß ich. Die Schiffe müssen noch rein. Wir müssen irgendwo noch einen Platz finden für meine Schiffchen. Das ist ein Hafending, da muss hier mit Schiffen ja. Jedes Tischchen kriegt ein Schiffchen. Das wär's noch irgendwie. Irgendwie so ein. Oder machen die einfach mal kleiner, das hat auch irgendwie was. Wenn man das so ein kleines filigranes Schiffchen da hat und jeder Tisch hat so ein anderes. Da gibt's ja durchaus coole Farben und so. Also das wäre auch mal witzig, oder? Als Tischdeko. Also ich möchte den Hafencharakter halt immer noch weitertragen. Wisst ihr, wie ich meine? So ein bisschen was, Außergewöhnliches einfach mitnehmen nochmal. Nur eins kleiner machen. Das soll wirklich nur so ein Deko-Ding sein. So ein bisschen was fürs Auge irgendwie. So ein. Die Tische haben Namen. Hey, der an der Fregatte 312, der möchte nochmal hier einen Kaffee haben. Sieht das gut aus oder sieht das gut aus? Oder machen wir das anders? Kann das weg oder kann das hin? Wir müssen hier auch nochmal was machen hier. Da hat auch jemand was geschrieben, hat es mir leider nicht notiert. Ich lese manchmal so im Zug oder so, wenn ich unterwegs bin zur Arbeit, lese ich auch manchmal. Die Kommentare habe ich leider nicht so gut viel Möglichkeit, das gleich zu notieren. Zum Beispiel jetzt nur. Oder hier ist so ein Treppending oben. Da wären die, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Auch wenn man die da dann leider nicht so oft sieht hier, ne? Aber das wäre ja auch mal toll. Da müssen wir nochmal hier irgendwie, auf jeden Fall nochmal hier,
hinstellen, damit ich das noch weiß. Hier, gleich mal eine ganze Fregatte hier. Die ganze, wie heißt das? Eine ganze Truppe hier, ja? Okay. Wir machen hier, glaube ich, mal einen Cut. Dann ist nämlich nächstes Mal, glaube ich, kriegen wir das ganz gut hin. Wenn wir da noch viele schöne Dekos dran machen, auf die Tische und so. Noch so ein bisschen ausgestalten. Das Gameplay checken und die Klos noch machen und hier unter der Treppe noch ein bisschen. Also das können wir auf jeden Fall nochmal eine Folge hier auf jeden Fall nochmal machen. Da muss auch noch was drauf, hier auf die Schränkchen. Ja, da kriegen wir was hin. Was glaubt ihr? Was fehlt noch? Schreibt das mir mal bitte gerne. Und like die Kommentare von anderen, damit ich da sehe, wer was auch so denkt. Last Chance, letzte Chance, heute hier zum Jibs Café zu kommentieren. Vielen lieben Dank, bis zum nächsten Mal hier im Let's Build oder natürlich dann jetzt noch bei einem anderen Video eurer Wahl, falls ihr noch mögt. Dann ganz viel Spaß. Dankeschön. Ciao.